etc. pp. Wir haben dies jetzt auch geschafft. Und schauen jetzt mal, was an Dialog auf uns zukommt, wenn wir mit Gwyn geredet haben. Ja, kehre zurück zu Gwyn. Aha. Ja. Was das jetzt mit Rache zu tun hat, naja, wie gesagt, keine Ahnung. Bin ich aber auch selber dran schuld. Hätte ich mir ja den ganzen Plot mal durchlesen können, wären es sicherlich auch plötzlich so 40 Parts mehr geworden. Ich bin etwas beschäftigt. Hast du die gefunden? Ja, du bist berühmt. Ja, blablabla. Gib mir meine Belohnung. Episode 1, die blutroten Klingen, wurde abgeschlossen. Juhu, das ist doch schön. Die Rache von Gwyn wurde überbracht. Jetzt haben wir übrigens keinen PQ mehr. Titel gefährlicher Ruinenforscher bekommen. Ist das nicht schön? Unsterbliche Vergeltung. Sieht wütend aus. Ja, Rache war nämlich nicht genug. Gwyn ist eine Frau und sie will, dass alles stirbt. Schon wieder. Ja, danke. Wieso habe ich jetzt ein Armband bekommen? Naja. Ich sollte nicht so viel meckern, wenn ich eigentlich mir alles gar nicht durchlese. Weil es ist Blitz ein bisschen sehr kontrovers. Rachesuchender. Warum bin ich ein Rachesuchender? Ich hab eine Quest erledigt. Meine Güte. Ich meine, mein Charakter, der sagt doch gar nichts. Der hat doch überhaupt kein Verlangen gehabt, da irgendetwas gerade zu richten oder herzurichten oder zu rächen. Erhöht den Schaden. Ja, Schaden erhöhen ist immer schön. Wie viel erhöht das unseren Schaden um 16%, ja? Bleibt die Chance, Gegner niederzuwerfen. 1000 Gnaden lässt sich auf einen aufeinanderfolgenden Angriff ausführen. Ich spreche gerade ziemlich leise. Ja, tut mir leid. Machen wir das mal. Schmettern! 1000 Nadel! Nein, 1000 Nadeln! 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 Schön. Jetzt schauen wir auf Story. Erzfeind. Kirsti. Die will mich um einen Gefallen bitten. Blanco steht vor mir, ein Stufe 25er. Das ist ja sehr mysteriös. Da, warum auch immer. Auf Wiedersehen. Ja, schließe die Quest ab. Want to buy fine metal solvent. Gut, was auch immer das ist. So, Titel. Was haben wir jetzt für ein... Hey, wir haben mittlerweile ja schon ein paar Titel. Effekte. Cool. Kein Titel. 100 HP dazu. 14 Intelligenz dazu. Schön. Gnoll, Häuptling, Eroberer. Tränke sind gut. Benutze einen HP-Trank. Schön. Ich kann lesen. Neugieriger Affe. Potzerbrecher. Rachesuchender. Spielzeug von Schäler. Söldner der blutroten Klinge und Söldner Veteran. Distanzierte Gehilfe des Magiers. 1000 Nadeln. Irgendwie bringt dieser Vertreter am meisten nur. Ich bin davon getrennt, einst jemand zu sehen, der nun voll. Ach so. Dafür brauche ich erst die ganze Ausrüstung. Okay, das ist natürlich schade. Was hole ich denn dann am besten? Agility und Wille. Ich glaube, ich hole eher für Stärke. Söldner der blutroten Klinge sind wir jetzt. Nach Level. Einfallsreicher. Okay. Gefährlicher Ruinenforscher. Meditationsbonuszeit. Gesamte AP 300.
Angeblich. I like trains. Chocolate trains. Chocolate trains. So, gibt's neue Waffen, die wir kaufen können? Mal schauen. Fergus, ja, das ist der hier. Wunderschön. Handwerk. Können wir bei dir irgendetwas handwerken? Zum Beispiel schöne, neue, tolle Waffen. Was brauchen wir dafür? Braunes Knollleder. Oh. Himmelsfrost, Eisenerz, Knollhäuptlingshammer. Metalllöser und Glassis Seelenrelikt. Zwillingsschwerter, die ich wahrscheinlich auch gerade besitze. Nee, ich habe blutrote. Und keinen Helm an. Wieso das denn? Rüstung. Und der Ring ist auch nicht ausgerüstet. Doch, der ist ausgerüstet, stimmt. Der Helm war aber effektiver. Ansonsten haben wir hier nichts mehr. Metalllöser kann man bei ihm kaufen. Dann kaufen wir einfach mal ein paar. Wir haben es ja dicke. Gutes Eisenerz. Kleine Bombe, guter Metalllöser. Eine Zwillingsklinge. Für Level 14 und höher. Wäre aber trotzdem etwas für mich. Kobold-Doppelkling-Axt und Eisenerz. Gutes Eisenerz. Schön. Reparatur. Alles reparieren. Super. Wir sind Lawrence von Arabien. Nicht. Aber sehen schon mal einen arabischen Kämpfer. Nicht unähnlich. Raureifhöhle. Gibt's hier noch irgendetwas? Ne? Waren noch zwei Quests, die wir noch nicht gemacht haben. Freier Söldner Trainingsstätte. Schwierigkeiten Level 12 und höher. Gefechtspunkte. Siege ein Holzkopfwache mit Schmettersprung. Gewinne innerhalb von 7 Minuten. Das kriegen wir hin. Dann rushen wir einmal durch. Russian Standard. Da geht die Party auch schon los. So, aber bevor die Party losgeht. So. Schön ausgerüstet. 7. Habe ich was? Wieso zeigt der mir nur 7 an? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Darum spiele ich. Hoppala. So, spielen wir Monopoly. Ich darf 5 Felder weit gehen. 1, 2, 3, 4. Gehen Sie immer los, ziehen 4000 Euro. Haha. Wie episch das aussieht. Yeah! Der arabische Samurai quietscht mit den Händen. Und macht eine riesen Unruhe am Schiff. Wir werden die Fahrt niemals überleben. Alle Vorräte wurden zerstört. Ja. Springe über Schalter, die eine Falle aktivieren könnten. I'm a good healer. Doppelsprung gibt's ja nicht. Hat nicht geklappt. Ich wollte es zerschlagen. Ho 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 ho
Was? Okay. Wow, das war übel. Du kannst über kleine... Oh, ich kann schwingen. Ja, ich kann aber... Kannst du mal einen Schmetterangriff während eines Sprunges nutzen? Das ist mir auch schon aufgefallen. Sehr... Ja... Irgendwie finde ich das sehr unelegant gelöst, dass man das jetzt erst im Spiel erfährt, dass man springen kann, dass man das in der Luft angucken kann. Weil es gibt ja so Leute, die nicht so spielerfahren sind und gar nicht wissen, dass man springen kann. Der Pausenmodus Gegner angreift. Ja, gut. Erstmal kommen ganz viele erhöhte Schadensbonus, wenn dein speziellen Angriff ausführt. Wie zum Beispiel ein Schmetter. Oh, die Kombos, desto höher ist auch der Bonusschaden. Maximal 150%. Der Kombo wird zurückgesetzt, sobald wir angegriffen werden. Ach so, das heißt, ich kann mir damit sehr viel Zeit lassen. Wie viele hohe Kombos du machst, wenn du weniger Schaden vergeht, kannst du zusätzlich Belohnung bekommen. Auto-Hit? Was ist los? Auto-Hit ist ja doof. Was ist das hier? Auto-Hit, das ist doch... Einfach so doof. Sterbung. Yeah. Und ich wurde getroffen. Oder nur weil ich... ...das gemacht hab. Nein, anscheinend nicht. Sehr mysteriös, ich habe Schaden genommen. Dann habe ich das wohl nicht mitbekommen. Egal. Scheiß drauf und heilen wir uns. Leute, wir sind mit der Zeit so ein bisschen im Verzug, würde ich sagen. Ich muss mal ein bisschen mehr Schanze, damit wir hier schnell durchkommen. Wir haben jetzt noch etwas mehr als 4 Minuten Zeit. Das wird auch reichen. Locker wird das reichen. Drücken alle Zeichen, um den X-E-Buff zu nutzen. Ja, das geht natürlich nicht mehr. Eine bestimmte Länge, Länge der X-E wird benutzt. So gesehen, er hat über... Punkt, Punkt, Punkt. Kann ich nicht weiterlesen. Gar nicht, wie hoch meine höchste Kombination ist. Bam, und jetzt benutze ich es doch wieder, weil das Spiel wieder so komisch rumlegt. Komisch rumlegt, rumhängt, whatever. Hoffentlich wird mir... Ah ne, das finde ich nicht. Weil die Taste dafür auch nicht angezeigt wird. Thanks, Captain Obvious. Oder? Die Luftschleuder an, wenn du einen Aufwärtsangriff nutzt, der ebenfalls nicht erklärt wird. Schleuder Gegner in die Luft, nachdem ein einfacher Schmetterteil ausgeführt wird. Effi feuert nur noch Hörer und Schleuder ab. Wer zu viel ist Effi? Der geschlossen. Ah, verstehe. Yeah! Episch! Das ist doch eigentlich mal ein gutes Bild. Besiege die Gefährten des Holzkopfes. Ach, ich, das Wichtige war gar nicht, den Holzkopf zu besiegen. Das ist irgendwie schon. Thank you.
Minuten übrig. Eigentlich, ne? Meine Güte, das episch. Das epische auch mir hier vorbeigehen, das ist ja fast schon schlimm. SS und S macht zusammen SS. Ich habe bei Style-Daten, glaube ich, gerade nur SS gesagt. Triple S. Mit Schmettersprung. Was nicht erklärt wird. Schade, dass es alles nicht erklärt wird.